Deine Regenjacke an. Ja, ich habe meine Regenjacke an. Morgen. Morgen. Da geht unser Weg heute lang. Könnt ihr es sehen? Ja, wir auch nicht. Richtig dicke Nebelsuppe. Naja. Die Kartoffelbauern arbeiten schon seit um 6 Uhr, wo es noch stockduster war. Sind hier mit ihren Traktoren vorbeigefahren an uns. Gestern Abend, als wir hier gekocht haben, sind sie an uns vorbeigefahren um 6 und heute früh um 6. Los geht's! Ich habe noch nie so ein Fahrzeug gesehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, nee. Die Angstkacker. Ne? Ich guck irgendwo um. So, wir haben jetzt heute unseren ersten kleinen, oder besser gesagt den großen Berg von beiden fast ganz geschafft. Jetzt haben wir nur noch leichte Steigung, mussten da gerade unsere Jacken anziehen, weil wir so durchgeschwitzt sind und hier oben auf 1200 Höhenmetern ist es natürlich etwas frischer, aber ich sag's euch ganz ehrlich, oh, ich stinke bis zum Himmel. Alles ist so durch, es ist ekelhaft. Ich freue mich so, wenn wir heute Abend endlich im Hostel sind in Sarajevo, beziehungsweise vielleicht schon etwas früher. Und wir dann endlich duschen können und waschen. Geil.
So, wir sind in Sarajevo angekommen, gestern Abend schon, haben jetzt auch heute Morgen schon ein paar Sachen angeguckt in der Stadt. Das ist wirklich eine schnuckelige Stadt. Das hier ist unser Hostel. Da durften wir tatsächlich unsere Fahrräder mit ins Zimmer nehmen. Das Zimmer ist auch echt groß. Also praktischerweise können wir unsere Fahrräder hier reinstellen. Weil wir sind super zentral. Schön ist mal wieder was anderes, aber wen juckt's? Hallo. Günstig ist es. Das ist hier das Rathaus von Sarajevo. Ach, das da oben ist, glaube ich, die gelbe Basto. Oder so. Und hier geht es in eine Seilbahn hoch. Da werden wir jetzt hochfahren. Und dort dann mal auf der Bobbahn fahren von den Olympischen Spielen. 1984 waren die hier. Ich freue mich drauf. Ist bestimmt cool. Zwischen 92 und 95 damals bei dem Krieg hier in Bosnien. Hier lässt sich echt aushalten. Einfach rumsitzen und auf die Stadt runterschauen. Richtig schön hier. Lecker Schmecker.
Guten Morgen, wir sind schon wieder in der Altstadt unterwegs, hier in Sarajevo. Wir haben uns was vom Bäcker geholt und genießen nochmal einen schönen leckeren bosnischen Kaffee. Und morgen fängt dann die Gondel an zu fahren, die Seilbahn. Dann fahren wir mal auf den Berg rauf und am Mittag fahren wir dann mit dem Fahrrad wieder weiter. Ich bin gespannt, wie die Bobbahn aussieht. Ich bin gerade etwas enttäuscht. Gestern hatte ja die Gondel zu. Von Montag bis Mittwoch haben die immer geschlossen. Heute läuft sie, vielleicht sieht man es. Also haben wir gesagt, gehen wir heute hin. Und jetzt kostet da eine Fahrt 10 Euro. Also. Nee, eine Fahrt hoch und wieder runter kostet 10 Euro und eine Fahrt hoch alleine würde 7,50 Euro kosten. Das ist nicht in unserem Budget drin. Also wird nichts aus der Bobbahn. Spuren und wir mitten im Verkehrschaos. Aber läuft gut. Ich bin sehr ehrlich gesagt ein bisschen entspannter als jetzt zum Beispiel in Belgrad. Geht eigentlich. Auch vielleicht haben wir uns auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Ich glaube, ich laufe hier lieber rüber. Sieht jetzt nicht sehr sicher aus. Hier fahren doch bestimmt auch Autos rüber, oder? Hier fahren auch Autos rüber. Ja, doch, sieht man. Hier sind Reifenspuren von Autos. Was für eine Brücke, ey. So, wir haben jetzt 45,5 Kilometer geschafft in 3,5 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 13 km/h. 610 Höhenmeter haben wir heute gemacht. Jetzt sind wir auf dem Buckel. Aber jetzt geht's nur noch bergab. Nochmal schnell die Wasserflaschen voll tanken. Weil wir haben jetzt schon 5. Das heißt, wir sollten in der nächsten Stunde langsam mal unseren Schlafplatz suchen. Und
Dann gibt es wahrscheinlich wieder Nudeln, oder? Was sagt der Chefkoch? Was gibt's heute? Nudeln mit Soße. Mit Soße. Immer wenn wir wild campen. Nach einer überteuerten Nacht in einem Motel, Deluxe-Motel in Ochs, irgendwas, kurz vor der Stadt, wo es auch ein Hostel gegeben hätte, weil wir leider nicht wussten. Ja, aber wir haben sehr gut geschlafen und sogar mal wieder, Maria ist sogar barfuß im Zimmer rumgelaufen. Frühstück war sehr gut, gab mal wieder ein richtiges Omelett. Seit Deutschland, glaube ich, habe ich kein Omelett mehr gegessen. Also, er will damit sagen, dass es sauber war, sonst bin ich immer nur mit Schuhen hingelaufen. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt schnell zu dem See und dann weiter nach Moskau. Also, bis 16 Uhr sollten wir in Moskau sein. Die Rezeptionistin wartet auf uns. In der Pension Moscht. Moschtra. So, das ist jetzt hier dieser spektakuläre See. Naja, im Internet sah es irgendwie cooler aus. Ich glaube, das Wasser ist schon ganz geil. Das ist wahrscheinlich, weil jetzt so ein bisschen bewölkt ist, aber es ist, glaube ich, einfach übertrieben wenig Wasser drin. Und hier, ja, das sieht vielleicht schon ein bisschen arg alt aus. Aber mit dem Sprungturm, da, ja, verletzte dich ja bloß. Also wahrscheinlich wird das Wasser normalerweise bis hier hochgehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, es liegt nicht nur am Klimawandel, weil das ist echt viel. Wahrscheinlich ist es einfach auch die Jahreszeit, dass jetzt halt einfach nicht mehr so viel Wasser drin ist. Schade. Aber an sich doch ganz nett. Mal zum kurz anhalten.
genau für diese Momente bin ich hier unterwegs auf Reisen. Was für eine wunderschöne Natur. Herrlich hier, ne? So, pünktlich um 2 machen wir an diesem netten Örtchen eine kleine Mittagspause. Klar, der Verkehr. Aber die Aussicht ist wunderbar. Mittagessen! Zum Glück habe ich gerade nach hinten geschaut, weil da so ein T3-Bus, glaube ich, stand. Dessen Auspuff so runterhing, das hat mich so ein bisschen an unseren Urlaub erinnert, nur dass das hier natürlich noch deutlich schlimmer ist. Der Toffer läuft da vorne, ich weiß nicht, warum er läuft, aber es scheint irgendwas passiert zu sein. Ich vermute mit dem Fahrrad. Gucken, was das Problem ist. Ich vermute, es könnte der erste Platten sein. Mal schauen. Okay. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ob wir das schon gut können. Da müssen alle Taschen wieder auf. Ja. Das ist tatsächlich der erste Platten. Mal schauen, ob wir es gefixt kriegen. Wir haben jetzt mal am Liter Wasser reingemacht, den Schlauch rausholen, aufpumpen und schauen, wo das Loch ist. Kein Loch. Hat kein Loch. Hm.
So, also wir haben uns dazu entschieden, einfach den Ersatzschlauch reinzumachen. Und den anderen mitzunehmen und in unsere Unterkunft dann zu flicken. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir das so super gemacht haben. Hat echt. Hat ein Loch. Der hat ein Loch. Ich glaub's nicht. Also Versuch Nummer 2. Wir haben jetzt den alten Reifen geflickt. Das Loch haben wir auch ohne den Wassereimer gefunden. Ist drauf, der Mantel. Super. Das brauchen wir jetzt nur noch aufpumpen. Dann müsste es theoretisch wieder weitergehen. Weiterer kaputter Schlauch und ein wieder betriebter später. Wir sind jetzt im Hostel. Alles sehr sauber, schön schnuckelig. Und wir sind relativ nah am Zentrum. Wir müssen nur die Straße runterlaufen. Und dann sind wir an der berühmten Brücke. Da kannst du richtig viel Kaffee machen, ne? So richtig große Kaffee-Dinger. Hast du gesehen? Rechts. Nee, links. Entschuldigung. Links.